Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Monk-Guide hier auf unserem Kanal von den Mediengestörten. Ich bin Snokes und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen den Monk zeigen, beziehungsweise den Einstieg in Inferno. Es gibt ja viele Leute, die kommen damit nicht so wirklich klar, wie das jetzt so ist. Wie fängt man Inferno an? Das ist ja schon ein sehr starker Umstieg von Hölle auf Inferno. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen zeigen. Ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen weiter, bin inzwischen kurz vorm Ende von Akt 2. Aber ich spiele auch gerne noch Akt 1 und zeige euch jetzt ein paar Sachen, wie man ein bisschen besser klarkommt. Ja, also wir sehen jetzt hier im Grunde gerade, wie ich halt ein bisschen farme. Habe jetzt hier mein Standard-Equipment und dann sehen wir auch schon den ersten Elite. Es ist im Grunde so, dass man schauen soll, dass man Elite wirklich alleine erwischt, denn so wie hier ist es dann ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann auf die Boomer dann wirklich ein bisschen Schaden macht, die platzen, machen 5.000 bis 10.000 Schaden je nach Resistenz. Kann man zum Vorteil ausnutzen, um zum Beispiel den Trash hier wegzubomben, aber ist immer sehr, sehr schwierig, dann auch gleich noch einen Elite-Gegner mit anzufangen. Dieser hier ist recht tricky, ist natürlich so ein The Worst Case mit Arkan verzaubert und schnell, beziehungsweise mit Albtraumhaft. Also man wird gedauert gefiert, keine Kontrolle mehr, landet automatisch in den Arkan verzauberten Strahl, das ist natürlich sehr nervig. Als Monk haben wir da die Fähigkeit, uns ein Schild zu geben, das ist bei mir auf der zweiten Fertigkeit. Das Ganze ist dann recht easy, aber bei 15 Sekunden Cooldown kann das Ganze natürlich dann noch ein bisschen schwierig werden. Ich habe jetzt hier Blenden genutzt. Blenden nutze ich automatisch, sofern mehrere Gegner da sind. Das gleiche dann auch gleich mit dem Tritt, den ich hier drin habe. Den habe ich extra so geruht, dass ich halt ein starkes Knockback habe, um mir halt den Platz zu schaffen. Das ist auch ganz wichtig hier bei den Elite-Gruppen. Platz schaffen, darum geht's. Sonst landet mir dauerhaft in irgendeinem Mist. Das ist natürlich dann nicht so schön, aber man kann es recht souverän lösen, indem man halt einfach ein bisschen Platz schafft. So, ich wollte jetzt hier einfach mal ganz kurz meine Skillung zeigen. Ich habe jetzt hier die Donnerfäuste mit dem Blitzschnellrune. Dadurch habe ich bei jedem Schlag noch 15% Ausweichen obendrauf. Ist recht nützlich. Als zweiten Maus-Klick-Skill habe ich halt meinen Tritt mit dem Knockback. Zur Heilung habe ich Odem des Himmels mit dem 15% Damage Buff. Gleichmut ist das Schild, was ich eben schon meinte. Da habe ich dann einfach nur, dass ich mich heile noch extra. Beim Lichtblitz habe ich das Ganze mit der Rune, dass ich 30% mehr Schaden mache innerhalb von 3 Sekunden. Ganz nützlich. Und als Mantra habe ich Mantra der Heilung mit den Widerstandsrune. Ist recht nützlich, wenn man die Widerstände an sich hochbaut. Bei den Passiven alles Standard, wobei ich die Gelegenheit beim Schopfepacken auch durch Transzendenz austauschen würde. Dadurch hat man natürlich bei jedem Skill, der Geisteskraft nutzt, natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sich selbst zu heilen. Und jetzt bei dem Equipment, ja, ist im Grunde alles Standard-Equipment, etwas gutes Schwert. Sonst gehe ich sehr stark auf Geschicklichkeit und Blitzwiderstand. Vitalität gehört mit dazu. Man braucht aber nicht unbedingt mehr als 40.000 AP. Ich hatte zwischen schon 50.000, aber da merkt man keinen großen Unterschied. Also einfach Geschicklichkeit und ein Widerstand. Dazu könnte man natürlich jederzeit noch Life Leech bzw. also Lebensentzug halt nehmen. Kommt natürlich ganz drauf an, wie viel man schon vorher hat. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man das natürlich auch noch mit hochbauen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Varianten, mehr Schaden auszuteilen oder was anderes zu nehmen. Aber naja, so geht es auf jeden Fall auch. Wichtig ist halt nur, dass man entweder die Diener alle vorher klatscht oder den Elite alleine macht. Hier bin ich auch sogleich schon auf die nächste Elite-Gruppe gekommen, beziehungsweise auf einen Champion, der Schnellteleporter geschmolzen und Diener hat. Diener ist jetzt an sich nicht so schlimm, obwohl die Gegner recht nervig sind. Man muss halt nur aufpassen, dass sie eigentlich dauerhaft treffen. Dafür auch beim Blitzschlag da das Knockback durch die Rune. Recht nützlich, dadurch, dass ich den Gegner daran hindern kann, dass er halt angreifen kann, weil mit jedem dritten Schlag oder mit jedem vierten beziehungsweise kriegt er halt einfach so ein kleines Knockback. Beim Elite selber wirkt es nicht, aber das ist dann auch nicht so schlimm, das kann man auch noch wegheilen. Wichtig ist hier nur bei Schänder, dass ich einfach rausrenne. Bei Geschmolzen sowieso, dass sie mich auch nicht umringen. Dafür habe ich jetzt extra auch den Tritt. Mit dem Tritt kann ich mir ein bisschen Platz schaffen, immer aus dem Schänder rausrennen. Das ist auf so freien Flächen wie hier natürlich recht einfach. In der Kathedrale später ist es natürlich wieder ein bisschen was anderes. Aber dort kann man auch die Türrahmen und sonstige Sachen benutzen, um einfach die Gegner aufzuhalten. Die halten jetzt auch nicht wirklich viel aus. Wer das jetzt hier anders mit abschirmt, würde das ganz anders aussehen. Im Grunde braucht man sich eigentlich um die Diener keine Sorgen machen, einfach nur drauf, weil die kommen sowieso in der Gruppe. Mit Teleporter ein wenig schwierig, weil sie auch manchmal hinter einem sind, aber an sich kein Problem. Wichtigster Tipp dabei ist aber wirklich, wenn man so einen Champion angeht,
Platz schaffen, beziehungsweise nicht in die nächsten Gegnergruppen rennen. Würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn man dann irgendwie gerade hier anfängt, dann hat man nicht wirklich viel HP, hat nicht wirklich viele Resistenzen, dann ist man recht schnell im Arsch. Und ganz wichtig, wenn diese Viecher explodieren, einfach mal einen kurzen Schritt weggehen. Man hat ungefähr so 2 bis 3 Sekunden Zeit, um wirklich richtig Platz zu schaffen. So, um auch mal wirklich noch den Worst Case zu zeigen, hier einmal das schlimmste Szenario, was man sich vorstellen kann. Man hat eine Elitegruppe mit Blocker und man findet einen Goblin. Ja, ich muss ehrlich zugestehen, Goblins kriege ich nicht wirklich oft in Inferno gekillt. Aber durch die Skillung, die ich im Moment nutze, ist es recht einfach. Gut, das Blenden wirkt nicht wirklich viel, aber ich mache halt ein bisschen mehr Schaden. Glücklicherweise rennt der Goblin hier ziemlich dämlich in die größten Ecken. Meine Zauberin macht auch noch ein bisschen Schaden, das geht dann soweit. Aber ja, schlussendlich hat es dann doch geklappt und lustigerweise hat der Elite auch irgendwie nicht wirklich mitbekommen, dass ich dann gar kein Interesse an ihnen habe. Ja, in diesem Fall, gut, Blocker und verseucht ist ab und zu recht schwierig. Im Grunde mache ich den großen Fehler, indem ich mich in diesen Bäumen nähe. Eigentlich müsste man wirklich auf freier Fläche kämpfen. Da ich aber wirklich gutes Equip habe, im Moment geht es. Für Leute, die starten, wirklich rauslaufen, Gleichmut nutzen, gucken, dass man rauskommt. So ab 2, 3 Pfützen wird es dann doch für mich auch recht gefährlich. Da muss man einfach schauen. Aber die haben jetzt hier auch nicht mehr Leben. Also von daher kriegt man die ganz schnell down. Auch hier wieder ganz wichtig, am besten nicht mit denen in die nächste Gegnergruppe rennen. Kommt einfach nicht so gut. Blocker ist ganz gut für uns Monks. Dieses Knockback, beziehungsweise die Schläge und alles, die gehen auch locker durch die Wände. Einiges das Problem ist, wenn man den Tritt nicht nutzt und stattdessen zum Beispiel die Glocke nutzt, dann hat man das Problem, dass die Glocke teilweise nicht über diese Mauer geht. Muss man einfach mal schauen. Ja, und Leute, nutzt das Forum. Dafür ist es da. Wir haben so viele gute Monks in der Community, die können alle gucken, dass man da mal ein paar Tipps gibt. Es gibt genug Builds und Guides im Forum, um einfach zu schauen, dass man locker durch Inferno durchkommt. Natürlich Akt 3 und 4 ist wirklich ein Schmerz im Arsch, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch, dass es besser wird. Aber spätestens bis Akt 2 sollte man mit den Tipps im Forum klarkommen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaltet mal wieder rein. Ich werde ein paar weitere Videos machen, auch jetzt weiter in Akt 1 und auch in Akt 2, je nach Skillung. Und ja, ich werde auch schauen, dass ich Solten cool mal, dass ich den mal kill und mal ein Video mache und dann werden wir mal sehen. Schreibt bitte Kommentare, schaut, ob ihr irgendwie noch Fragen habt und fragt einfach. Ich danke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Diablo-Zocken.